im Einklang mit dem Zyklus. Na, ist ja schön und gut, aber was machst du, wenn du als Frau gar keinen Zyklus hast? Hallo und herzlich willkommen hier bei Florence's Keto World, deinem Kanal rund ums Thema Ketose, ketogene Ernährung und exogene Ketone. Mit neuen Videos jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 12 Uhr. Wissens- und Kochvideos, einfach nur dein Kanal, alles, was du wissen musst rund ums Thema Ketose. Es gibt tatsächlich Frauen, die haben gar keinen Zyklus mehr. Sei es aufgrund von PCOS, sei es aufgrund von Perimenopause oder auch anderen hormonellen Ungleichgewichten im Körper, kann es gut sein, dass manche Frauen gar keinen Zyklus, keinen regelmäßigen Zyklus haben oder eben auch überhaupt keinen Zyklus mehr, weil sie zum Beispiel auch die Pille nehmen. Und diese Frauen, die können trotzdem in Einklang mit ihrem Zyklus fasten. Und wie das geht, das verrate ich dir jetzt, denn bei uns Frauen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auf unsere Hormone achten, wenn es ums Thema Fasten geht. Frauen fasten anders als Männer, das ist mittlerweile eindeutig klar. Wir Frauen sind keine kleinen Männer, wir können nicht fasten wie Männer, sondern wir müssen uns auf unseren hormonellen Zyklus auch so ein bisschen einstellen und daran orientieren, wenn es ums Thema Fasten geht, damit wir auch das Maximum und den größten Benefit aus dem Fasten herausnehmen und eben vom Fasten profitieren, macht es Sinn, da auf die Hormone zu achten und eben auch im Einklang mit den Hormonen zu fasten, wenn du eine Frau bist. Wenn du jetzt gar keinen Zyklus hast, warum auch immer, manche haben ihn zum Beispiel durch die Pille keinen richtigen Zyklus mehr, dann hör jetzt genau zu, denn das ist jetzt für dich dieses Video. Dafür werde ich dir einfach kurz erklären, je nachdem in welcher Kategorie du dich befindest, es gibt drei Kategorien von Frauen, gibt es verschiedene Tipps, wie du richtig und vor allem äußerst effektiv fasten kannst. Wenn du jünger als 35 Jahre alt bist, dann solltest du fasten wie eine Frau mit ganz normalem Zyklus. Wie ist das? Ich habe dazu schon öfter mal auch YouTube-Videos gemacht. Es ist so, wenn du einen Zyklus hast als Frau, dann fastest du einfach die ersten zwei Wochen, also zwei Wochen, einfach ganz regelmäßig, also so wie du möchtest, mal länger, mal kürzer, einfach schönen Wechsel in den verschiedenen Fastenformen, also mal 16 Stunden fasten, dann mal 18 Stunden, dann mal gar nicht fasten, dann mal 24 Stunden fasten. Ab dem Zeitpunkt vom Eisprung solltest du das Fasten dann nach unten schrauben, also das heißt die letzten zwei Wochen weniger fasten und die letzte Woche so gut wie gar nicht mehr fasten, also am liebsten gar nicht fasten. Und das kannst du auch als Frau machen, wenn du keinen Zyklus hast. Jetzt weißt du natürlich nicht, wann dein Eisprung stattfindet, wann du jetzt in der Follikelphase, wann du in der Lutealphase bist. Das ist auch völlig egal, denn du machst einfach zwei Wochen mal mehr Fasten, dann machst du eine Woche etwas weniger Fasten und eine Woche gar kein Fasten. Und dann wirst du feststellen, dass wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, dass dann irgendwann deine Periode wahrscheinlich sogar vielleicht zurückkommen wird. Denn tatsächlich ist es so, dass die Hormone das dann ganz gerne mögen, diese Schwankungen, diese verschiedenen Fastenformen, das balanciert sich dann wahrscheinlich wieder ganz gut aus. Deswegen kannst du Fasten auch als Tool nutzen, um die Hormone wieder in Balance zu bekommen. Du solltest aber dann auch schauen, dass du nicht sehr, sehr streng ketogene Ernährung machst, wenn du keinen Zyklus hast oder keine Periode mehr hast, sondern dass du auch wirklich vermehrt langkettige Kohlenhydrate integrierst in die ganzen Wochen hinweg. Also über vier Wochen hinweg auch immer wieder ein paar Kohlenhydrate zu dir nehmen, denn das macht einfach am meisten Sinn. Das heißt, wenn du unter 35 bist und du keinen Zyklus hast, fastest du einfach wie eine Frau mit Zyklus. Das bedeutet eben auch, wenn du die Pille nimmst, und dann weißt du ja ungefähr, wann deine Periode kommt. Wenn du die Pille nimmst, hast du ja manchmal eine Abbruchblutung. Dann kannst du auch dein Fastenfenster dahingehend anpassen. Ich selber habe auch sehr lange die Pille genommen. Und ich habe zum Beispiel dann auch festgestellt, dass ich tatsächlich in der Phase vor der Periode, trotz Pille, wenn ich zu viel gefastet habe davor oder auch in dieser Phase, sehr viele Stimmungsschwankungen hatte, teilweise irgendwelche Angstzustände, leichte depressive Verstimmungen. Und wenn ich da weniger gefastet habe und auch raus aus der Ketose gegangen bin, also weniger auf die ketogene Ernährung mich konzentriert habe, dann wurde das deutlich besser. Das bedeutet auch, als Frau ohne Zyklus solltest du mit unter 35 fasten wie eine Frau mit Zyklus. Bedeutet, zwei Wochen kannst du etwas mehr fasten, aber auch nicht jeden Tag fasten. Eine Woche dann ein bisschen weniger und eine Woche gar nicht. Und das einfach mal durchziehen, mit hier und da langkettige Kohlenhydrate nach dem Training zum Beispiel integriert. Und dann hast du auch gute Chancen, dass dein Zyklus wieder zurückkommt. Die zweite Kategorie ist zwischen 35 und 50 Jahren. Das ist die Perimenopause. Also man ist noch nicht ganz in der Menopause, vielleicht kurz davor, wenn du so Mitte 30 bist. Oder auch schon so wirklich kurz vor der Menopause oder auch in der Menopause. Das nennt sich Perimenopause, deswegen auch dieser lange Zeitraum. Und da ist tatsächlich das größte Mysterium der Hormone. Weil
da kann es wirklich vorkommen, dass man mal eine Periode hat, dass man mal einen Zyklus hat, dann wieder nicht. Dann weiß man manchmal nicht, wann die Tage kommen. Dann weiß man manchmal gar nicht, in welchem Zeitraum man gerade ist in seinem Zyklus. Und das erschwert natürlich das Fasten maßgeblich, wenn man sagt, man möchte im Einklang mit seinem Zyklus fasten. Da macht es Sinn, dass du dir eine App installierst, mit der du deinen Zyklus tracken kannst, wo du einfach eintragen kannst, wann ist deine Periode gewesen und auch einfach schauen kannst, okay, in welcher Phase des Zykluses befindest du dich gerade und was macht jetzt am meisten Sinn. Das kann dir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut helfen. Die größte Herausforderung, die Frauen in der Perimenopause haben, wenn eben auch der Zyklus sehr unregelmäßig ist, ist es, längeres Fasten zu etablieren zum perfekten Zeitpunkt. Und nicht länger zu fasten, wenn der Zeitpunkt gerade absolut daneben ist. Und längeres Fasten bedeutet Fasten ab 17 Stunden. Also mehr als 17 Stunden Fasten ist schon längeres Fasten. Und da muss man wirklich schauen, dass man den richtigen Zeitpunkt abpasst. Und das ist in der Perimenopause tatsächlich für ganz viele Frauen äußerst schwierig, denn man weiß ja manchmal gar nicht, in welcher Zyklusperiode man sich befindet. Aber so eine App kann da wahnsinnig, wahnsinnig gut helfen. Es ist auch so, ab 40 wird die Progesteronproduktion immer, immer weniger. Das heißt, ab 40 sagen auch deine Eierstöcke so ein bisschen, okay, boah, ich habe jetzt echt viel geleistet die letzten Jahre, ich mache mal ein bisschen langsamer, ich stelle mal so ein bisschen die Progesteronproduktion ein, weil, naja, ich bin jetzt so kurz vor der Rente, ja, sagen so deine Eierstöcke und dann wird das auch immer weniger. Und das ist eben auch ein Problem, weil du dann weniger Progesteron produzierst und damit deutlich anfälliger bist für alles, was Progesteron auch in irgendeiner Form weiterhin senkt, nämlich externe Faktoren, wie zum Beispiel Stress. Progesteron ist sehr sensibel, wenn es ums Thema Cortisol geht, denn haben wir sehr viel Stress, hat der Körper sehr viel Stress, was übrigens auch durch zu viel Fasten oder durch zu wenig Essen kommen kann, dann fängt der Körper teilweise an, aus dem Progesteron Cortisol zu produzieren. Dadurch haben wir schon weniger Progesteron, und der Körper nimmt sich nochmal mehr Progesteron weg. Das kann echt zum Problem werden, denn Progesteron ist ein äußerst, äußerst wichtiges Hormon. Gerade eben auch für uns Frauen, zum Beispiel, wenn es um Thema Schlaf geht, aber eben auch um, dass die Periode regelmäßig kommt und so weiter. Und dass wir uns einfach gut fühlen, dass wir rundum auch in einem Hormongleichgewicht sind. Ja? Und dass die Hormone ausbalanciert sind, denn wenn Progesteron zu wenig ist, haben wir oft zu viel Östrogen. Dadurch kann es eben dann auch zu allerlei Problemen kommen, auch oft zu einer Gewichtszunahme kommen. Und das wollen wir ja natürlich auch da gerade vermeiden, weil es ist da sowieso ab 40 schon immer schwieriger auch abzunehmen. Denn der ein oder andere hängt einfach auch mit den Hormonen zusammen. Und dadurch, dass eben auch das Risiko an Insulinresistenz deutlich ansteigt, macht es eben Sinn, dass wir da eben ganz genau schauen, wie sich der Zyklus verhält. Und da kann eben eine App sehr, sehr, sehr gut helfen. Das bedeutet nämlich, wenn du in einer Zeit dann extrem stark fastest oder auch länger fastest, wenn der Körper gerade in der Phase ist, wo er vermehrt Progesteron produziert, können sich auch zum Beispiel die Symptome einer Perimenopause verschlimmern, wie zum Beispiel Hitzewallungen oder auch launische Begebenheiten, Gereizbarkeit und so weiter und so fort. Ganz wichtig ist es, deine Symptome zu kennen und auch zu deuten. Hast du Schlafprobleme? Hast du depressive Verstimmungen oder hast du vielleicht sogar irgendwelche Zwischenblutungen, sogenanntes Spotting? Dann solltest du sofort das Fasten sein lassen. Also das ist dann auch ein Zeichen vom Körper, dass es gerade ein bisschen zu viel ist und dass es da Probleme gibt mit der Progesteronproduktion. Das bedeutet, da solltest du dann auf unter 13 Stunden Fasten gehen, bis sich diese Symptome wieder gebessert haben. Und dann wird auch deine Periode kommen, dann wird auch eben der Zyklus besser und deutlich regelmäßiger. Deswegen, wenn du solche Symptome feststellst oder auch generell, dass sich was verändert, dass du dich nicht so gut fühlst beim Fasten, dass du zum Beispiel auch morgens extrem Hunger hast, ja, dann solltest du in dem Fall auch einfach dieses, sag ich mal, wertschätzen, dich nicht zwingen zum Fasten, sondern da wirklich gucken, dass du dem Körper das gibst, was er gerade verlangt und eben nicht länger als 13 Stunden fastest, um das Ganze eben in den Griff zu bekommen. In dem Fall, ähnlich wie bei der ersten Gruppe, macht es nämlich dann auch Sinn, dass du deutlich mehr Kohlenhydrate in deine Ernährung integrierst, bis sich diese Symptome gebessert haben. Denn die Kohlenhydrate unterstützen die Progesteronproduktion. Das Progesteron braucht Kohlenhydrate und auch dieses Insulin, was eben ja durch die Kohlenhydrate auch ausgeschüttet wird, um eben erfolgreich Progesteron zu produzieren. Und deswegen solltest du da auch langkettige Kohlenhydrate mit einbauen, wenn du sowas feststellst, wenn du merkst, irgendwas ist anders, du fühlst dich nicht so gut und so weiter und so fort. Nämlich sowas wie stärkehaltiges Gemüse, Quinoa, Hirse, Buchweizen. Zum Thema langkettige Kohlenhydrate habe ich auch ein anderes YouTube-Video gemacht, schau da einfach auch gerne mal vorbei.
Die letzte Gruppe sind die Ü50, also 50 Jahre und mehr, die sogenannte Postmenopause. Du hast die Menopause dann wahrscheinlich schon hinter dir und du kannst dich freuen, denn ab dem Zeitpunkt wird Fasten deutlich leichter und ab dem Zeitpunkt solltest du regelmäßiges Fasten auf jeden Fall integrieren. Es kann natürlich sein, dass du durch die Perimenopause immer noch Symptome ein bisschen mitschleppst in die Postmenopause, ja, also in den Zeitraum nach der Menopause, wie zum Beispiel Hitzewallungen oder eben auch dieses leidige Körperfett, was sich vielleicht angesammelt hat, Bauchfett und so weiter. Und da wird eben Fasten umso wichtiger. Warum ist das so? Die Östrogenproduktion wird auch maßgeblich eingestellt. Also es ist ja eh so, in der Menopause, da fängt wirklich an, die komplette Hormonproduktion da wirklich lahmzulegen. Es wird alles deutlich, deutlich weniger. Damit steigt aber auch das Risiko für eine Insulinresistenz, weil wenn der Körper weniger Progesteron und Östrogen produziert, produziert er mehr Insulin. Und das führt dann auch oft eben zu diesem Bauchfett, was man in den Wechseljahren häufig zum Beispiel auch ansammelt. Und das ist zum Beispiel so, dass da eben Fasten sehr, sehr, sehr gut helfen kann, denn wir haben schon öfter auch über das Thema Insulinresistenz gesprochen. Und Fasten ist da ein super Tool, um das Ganze umzukehren. Und du kannst also in der Postmenopause dich freuen, denn Fasten wird deutlich leichter. Du kannst auch wirklich deutlich mehr fasten und es fällt dir auch tatsächlich leichter, wenn du über 50 bist. Wichtig auch hier ist die Variation verschiedener Fastenfenster. Und dieses Fasten variieren macht total viel Spaß. Es ist eigentlich was richtig, richtig Cooles. Du kannst dir verschiedene wöchentliche Muster überlegen, zum Beispiel 5-1-1. Das bedeutet, 5 Tage die Woche fastest du etwa 15 Stunden, maximal 16 Stunden. Ein Tag die Woche verlängerst du das Fasten auf bis zu 24 Stunden. Und einen Tag die Woche fastest du überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel ein ganz cooles Muster, was man einfach durchführen kann. Hält auch eben den Körper flexibel und tut dir wahnsinnig gut, wenn du in der Postmenopause bist. Wenn du trotzdem feststellst, dass du immer noch so ein paar Symptome hast, dann kannst du einfach auch das 4-2-1-Muster machen. Das bedeutet, 4 Tage die Woche fastest du etwa 15 bis 16 Stunden, 2 Tage die Woche fastest du gar nicht und einen Tag die Woche fastest du etwas länger. Das kann dann eben auch maßgeblich dazu beitragen, dass du diese Symptome in den Griff bekommst und das kann eben sehr, sehr, sehr gut helfen. Was du auch mal machen kannst, ist so eine Art Fasten-Reset oder so ein Reset 30 Tage, nämlich dass du einfach mal 30 Tage fastest wie eine Frau mit der Periode, wie ich es ganz am Anfang erklärt habe. Also 2 Wochen wirklich ein bisschen mehr fasten, eine Woche dann deutlich weniger und eine Woche gar nicht fasten. Das ist eben ja auch wieder dieses Muster, was du auch unter der Woche etablieren kannst, aber zum Beispiel auch über mehrere Wochen hinweg. Übrigens ist da auch eben die Kombination mit einer ketogenen Ernährung, hat sich ganz, ganz gut bewiesen, nicht nur in der Menopause, sondern auch nach der Menopause, um eben sich weiterhin gut zu fühlen, um auch tatsächlich das Gewicht zu halten und um eben auch funktionsfähig zu bleiben. Ja, das war jetzt ein ganz, ganz kurzer Einblick in das Thema, wie fastest du ohne Zyklus, hier eben die 3 Kategorien. Vielleicht befindest du dich in einer dieser Kategorien, vielleicht bist du eine Frau, die keinen Zyklus mehr hat, dann solltest du das Video dir unbedingt abspeichern und es dir zu Herzen nehmen und vielleicht das Ganze auch mal ausprobieren, die ganzen praktischen Tipps, die ich eben geteilt habe, denn es kann sein, dass es dir damit deutlich, deutlich besser geht. Hör auf deinen Körper, hör auf deine Symptome, lerne deinen Körper kennen und arbeite mit deinem Körper und nicht gegen deinen Körper. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch so ein bisschen das Motto von diesem ganzen Kanal. Ich möchte deinen Körper maximal damit unterstützen mit den Tipps, die ich gebe, dass er wieder zurück zur Natur kommt. Und zurück zur Natur bedeutet eben auch, dass du im Einklang mit deinem Zyklus, mit deinem Körper und mit deinen Symptomen fastest und eben damit ein möglichst erfülltes Leben führst. Deswegen schön, dass du dabei warst. Danke, dass du dir das alles angehört hast und dann bis zum nächsten Mal.